Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg, ein paar nette kleine Nebenquests zu machen. Wir sind jetzt auch schon mit einer neuen Ausrüstung hier bestückt, kann man so sagen. Und ja, Talgard hatten wir. Zerstörte Abtei und Talgard Krematorium. Wir waren ja da in der letzten Folge und haben ja den Helm hier bekommen. Und ich habe mich mal kurz informiert, so das ist das zweitbeste, was man kriegen könnte. Danach, also das Beste wäre dann tatsächlich Himmelsbrecher oder so ähnlich. Oder Himmelsstürmer. Da waren irgendwie auf Fandom zwei verschiedene Übersetzungen dafür. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt das Richtige ist. Tiere des Waldes greifen mich jetzt auch noch an. So, das müsste jetzt... Das müsste es jetzt sein. So, hier den Weg sind wir auch noch gar nicht entlang gegangen. Da müssen wir auch irgendwann mal hin. Diese beiden Statuen, die machen mir Sorgen. Aber wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Quest. Eigentlich mehrere. Und die will ich hier mal durchziehen. Mist. So. Und die eine Halskette, die wir haben, Bollwerk, wo ist denn das? Amulett des mächtigen Bollwerks. Gehört, glaube ich, auch zu einem Set. Boah, mir rutscht der Stuhl wieder runter. Sorry. So. Manchmal stört es. Es gibt Folgen, nicht nur bei Enderal, sondern auch bei Oblivion oder auch Gothic oder sonst wo. Da rege ich mich mal ein bisschen mehr über den Stuhl auf. So, hier müsste dann jetzt der Eistroll wieder da sein, oder? Ach ne, die sind wieder da. Die Vagabunden. Kleine Schlampe, das wirst du bereuen. Wen nennst du hier? Du Schlampe. Da muss ich rein. Okay, die Skarakraften haben aber auch, machen auch Giftschaden. Hä? Der Angriff wurde kurz unterbrochen. Das Schöne aber, hier sieht man ein bisschen wieder was vom Gesicht bei dem. Wir müssen was kurz naschen. Warte mal.
Ich bleib so. In den Wachturm. Hier waren wir aber doch schon mal. Brief von Max Schönblutes. Werter Freund, ich beobachtete, dass ihr mich bei der Scheune nahe Ark gesucht habt. Ich weiß, dass meine Tarnung auf Enderal aufgeflogen ist und habe mich bereits nach Kyra abgesetzt. Diese Bodenbrug macht Jagd auf mich, seitdem ich das Bett nicht mit ihr teilen wollte. Sie durchschaute meinen vorgetäuschten Tod. Noch einmal denselben Trick zu versuchen, erscheint mir sinnlos. Als Entschädigung für eure Mühen habe ich den Inhalt dieser Schatulle hinterlassen. Lasst es dabei. Finden werdet ihr mich nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns bei eurem nächsten Abenteuer wieder. Mag schön Gutes. Das nehmen wir mit. Ist die Quest jetzt beendet oder wie? Ich glaube, es ist zu Ende. Okay. Dann gehen wir Wo gehen wir dann als nächstes hin? Hier den Bereich vielleicht erkunden oder Nordwindgebirge? Das hier Schloss Goldfurt, habe ich immer noch keine Ahnung, wie ich das hier löse. Komm, wir machen uns Ne, das hier ist näher. Wir erkunden mal hier den goldenen Vorrat. Da waren wir ja noch gar nicht. Ich habe mir übrigens die Bilder mal von der kompletten Skarrak-Rüstung angesehen gehabt. Es ist doch keine Drachenknochenrüstung, auch wenn ich das gedacht hatte wegen den Handschuhen. Sieht sogar viel cooler aus, finde ich. Deswegen, ich würde schon eher das hier nehmen wollen. Denn Himmelsbrecher oder Himmelsstürmer oder wie auch immer das jetzt hier übersetzt heißt. Auf der Seite war das nicht richtig übersetzt. Wie es hier... Leersalz nehme ich mal mit. Wie es auf der Fandom-Seite übersetzt wurde und bei Shuai. Achso, das ist ein Fuchs. War es halt Himmelsbrecher und Himmelsstürmer. Alter, die Krähen oder was auch immer da so am Krächzen ist. Ich hoffe, wir sind aber schon stark genug, hier entlang zu gehen. Diese Statuen machen mir Sorgen. Achso, okay. Die drehen sich nicht wie in Skyrim. In Sovngarde. Eine halbwegs vernünftige Straße. War das hier mal. So, die Tiere des Waldes. Ach, noch eine. Wir haben nur Tappwurzeln. Gräberpfade entdeckt. Gräberpfade?
Was ist das? Tagebuch des Apothekarius, Seite 1. Wie neugeboren. Die Tagebuchseiten des Apothekarius im Golden Forest finden. 7 Stück. Gräberpfade, Wurzelhalle. Benötigt einen Schlüssel. Ach, der Stuhl wieder. Da steht jemand. Ach nein. Okay, jetzt soll der wieder draufhauen. Vielleicht können wir das so lösen. Das sind die. Komm, jetzt hau drauf. Ich will jetzt nicht neu laden. Komm, hau drauf. Jetzt komm schon. Ja, jetzt. Hau drauf. Komm, bitte. Ich will das irgendwie schaffen zu lösen. Oder kann ich das? Nee. Dieser Bug regt mich sehr auf. Haut das jetzt mal drauf. Es hebt schon ihren Arm. Ach, weißt du was? Ich glaube, das hängt mit der Benutzung des Schildes zusammen. So. Pfeile nehme ich mit. Das speichere ich jetzt. Dahin kommt noch ein Geist. Zwei Geister. Sind doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte.
Aber anscheinend stecken die da fest. Den haben wir. Das sieht cool aus. Durchsuchen Schatulle. Das ist das Dornenkönig. Testament des Dornenkönigs. Noch geschafft. Tagebuch des Apothekarius, Seite 2. So, kann ich ihn selber durchlooten? Der hat die Zackenkrone bei sich. Und wir müssen jetzt wieder was essen. Wir müssen Essen kaufen. Na, aber der sieht cool aus. Na, ich mach mal so. Könnt ihr als Thumbnail nutzen. Und vielleicht nochmal speichern. Straßendieb. Was ist mit ihm hier passiert? Käserad, perfekt. Wir haben Essen gefunden. So, ich glaube, dann sind wir hier der Seite durch. Da hinten jetzt unser Tor aufmachen. Gucken, was da dann bei rumkommt. Geöffnet mit Schlüssel des Dornenkönigs. Kein automatisches Speichern. Da ist eine Matronachin. Zwei Matronachen. Okay, zwei Geister sehe ich und zwei Untote. Also Verlorene. Vielleicht sind hier mehr. Ich sehe aber nur zwei, drei Verlorene. Und zwei Geister. Der eine ist ja direkt hier vorne. Da ist ein Geist, da ist ein Geist. Hier ist ein Skelett. Und hier hinter der Säule. Ne, da. Da ist der andere. Und da ist ein Lego-Männchen.
Warte mal. Ja, es sind insgesamt 5 Gegner. Ich werde hier nicht gesehen. Jetzt! Fürster verloren. Oh nein! Nicht so einer wieder. Gibt es irgendwie die Möglichkeit? Wieder hoch, wieder hoch. Ich hoffe, der ist nicht in der Lage, hier hochzukommen. Oh, das scheint doch nicht so stark zu sein, wie ich gedacht hatte. Bogenschütze? Wo? Das ist kein Bogenschütze. Ja. Und? Mist. Okay, den bin ich schon mal losgeworden. Kann ich den irgendwie da durch erschießen? Nee. Schon mal los. Noch ein beschworener Wächter, der abhaut. Ich würde mich freuen, wenn die jetzt gleich mich wieder suchen. Das speichere ich mal, weil wir jetzt 2 losgeworden sind von den 5. Fürster verloren. Ja. Ja. Wenn der tot ist. So, pyrrhischer Schild des Magieschutzes. Ring der Veränderung. Krasse Rüstung hat er eigentlich. So. Für einen Verlorenen. So, dann dürften da jetzt nur noch. Dürfte hier nur noch einer sein, ne? Sogar der Geist. So, da ist das Lego-Männchen. Obwohl, es ist doch kein Lego-Männchen. Es ist nur von... Hat Lego-Füße.
Oh. Das Ding fliegt. Die Dinger fliegen. Warte mal, gibt es hier auch noch so ein Buch? Es geht hier nach Gräberpfade tiefen. Ich habe so ein Gefühl, dass... Das ist wie so ein Dungeon, das immer tiefer geht. So, wahrscheinlich für jedes Buch ein Level, eine Etage. Noch ein Fürst der Verlorenen? Kann ich die wieder zurücklocken? Hier sind übel. Wo soll man sich hier bitte verstecken? Ich renn mal hier hin. Könnte ich hier durch? Anscheinend nicht. Ich weiß, es ist feige von mir. Hier, warte. Aber besser so, als tausendmal nur drauf zu gehen. Ich denke, die ganze Zeit hinter mir ist einer, weil ich Schritte höre. Ach, hierüber hätten wir durchgehen können. Boah, ich bin ein bisschen panisch. Einmal kurz speichern, bevor wir runtergehen. Aber hierhin kommen die jetzt nicht, oder? Die kommen gar nicht hierhin. Okay, wir haben den nächsten getötet. Schnell speichern.
ständig dieses Hin und Her, aber der eine, der da in der Mitte, der ist mir zu overpowered. Okay, der hat die Suche aufgegeben. Ist aber noch immer hier. Ja. Wir haben ihn. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir. Des Magieschutzes. Ich nehme den auch mal mit. Nochmal kurz speichern. So. Gittertür. Nochmal speichern. Sicher ist sicher. Kann man da hoch? Jetzt stecke ich fest. Lassen wir mal. War ja hier nochmal. So eine ist da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gegner mindestens. Okay, oben an den Punkten habe ich jetzt 8 gezählt. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich will gern da hoch. Komm, ich will da hoch. Ja. Funktioniert doch. Erstmal die Bogenschützen. Verwesener Verlorene. Erstmal die Ahnengeister loswerden. Alter, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, verdammt. Das sind doch mehr. Das sind um die 10 Gegner. Okay, ab jetzt haben die mich im Visier. Ja.
Okay, ich muss den da loswerden. Erstmal alle Bogenschützen. Wo ist noch einer? Ah, hier. Hier ist noch einer, da. So, jetzt den Mistkerl. Jetzt ist die Frage, wo chillen die? Dum 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 dum. Die sind aber auch feige. Ja, okay. Ich bin da, wo die mich nicht angreifen können. Also, dass die sich verstecken. Oh, hi. Hinten ist auch noch einer. Dum 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 dum. Na du? Mist. Ach komm. So. Schulter. Hier geblieben. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Der ist zu weit weg. Achso. So. Einmal kurz speichern. So, jetzt haben wir sie alle. Wir haben auch Beile nicht. So, jetzt müssen wir aber, gönnen wir uns mal eine Brezel. Wir haben lange keine Brezel mehr gegessen. Bei IRL habe ich auch, also auch schon lange keine Brezel mehr gegessen. Was hat sie noch? Geistertuch, okay. So, das speichern wir auf. Da ist das nächste Buch. Tagebuch des Apothekarius, Seite 4. Wir haben ein Buch vergessen. Irgendwo. Oder?
Ja. Tagebuch des Apothekarius 1 und 2. Wir haben Seite 3 vergessen. Oder übersehen. Also gehen wir nochmal zurück und suchen das. Nur wo ist es? Warte mal. Wie neugeboren? Okay, uns werden die Bücher angezeigt. Da oben? Und ich hab's übersehen. Okay, auf der Ebene müssten, also sind dann auch noch mal zwei. Dann müsste es noch eine Ebene geben, wo noch mal zwei sind. So, vier. Das heißt, das speichere ich auch noch mal. Das erste oder? Nee. Okay, es geht immer tiefer rein, aber von wo? Wo ist das, wo das Sonnenlicht herkommt? Knochenreißer. Knochenreißer sind aber... Die haben... Die haben den Skin von den Drachenknochen. Das war ja eine coole Idee, dass sie das so... also... Nur, dass sie das so gemacht haben. Seite 5 haben wir jetzt. Hier geht's weiter, hier geht's aber wieder nach oben. Okay. Ja, das speichere ich auch nochmal. Nur um sicher zu gehen. Kann er schwimmen? Oh, jetzt kommt der Bogenschütze. Ja, komm. Komm schon.
ich müsste meinen Bogen demnächst mal aufladen. Okay, der fühlt sich jetzt ermutigt, hier runterzukommen. Der brennt einfach unter Wasser. So. Die haben alle so einen. So, den Verlorenen auch noch. Tabuk Equilibrium, Rang 3. Trankmischer Rucksack. Adlerfedern. Ja, okay. Massive Truhe. Groschen, Leersalze, Chemikovitamin. Ring des mächtigen Manas. Nehme ich mal mit zum Verkaufen. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Statue. Sieht krass aus. Warte mal. Nee. Ich dachte, da wäre was. Da ist was. Bauplan Herz des Glücksritters. Set-Gegenstand. Handwerk erforderlich 80. Set des Glücksritters. Suche ist das hier. Die beste Rüstung des gesamten Spiels. Oh, eine Muratte. Die harmlosen Biester. Das hört sich ganz, wäre gleich da oben wieder was. Ah, nein. Da ist noch einer. Mana-Salz. Ist hier auch noch irgendwie was? Golden Forest? Geht's jetzt nach draußen? Was habe ich hier gefunden? Heiligtum des Gräberpfads entdeckt. Ja, gut.
So, jetzt noch mal kurz Cremetorte. Einmal kurz speichern. Ist das hier oben oder unten, was ich suche? So. Ja. Dass ich das nicht überlebe, war irgendwie zu erwarten. Ich sterbe jetzt aber dafür auch wieder öfter. Warte mal. Set des Karak. Der Weg ist treu, das nehmen wir mit. Was ist das Ding kaputt? Nehmen wir mal mit. Blauer Quarz. Noch ein blauer Quarz. Okay, jetzt fehlt nur noch das Tor so. Stück. Und warte mal, was haben wir jetzt? Set der Skarak? Skarak-Schuhe. Wird außer um 8 Punkte, festigt Handwerkskunst um 6 Punkte, festigt eure Lebensenergie um 12 Punkte, Schwerrüstung ist um 12 Punkte verbessert, Magieresistenz 10. Set des Karak, Skarak-Handschuhe. Erhöht Ausdauer um 11 Punkte, festigt Handwerkskunst um 7 Punkte, fertigt eure Lebensenergie um 14 Punkte, Schwerrüstung ist um 15 Punkte verbessert. Blockt 11% mehr Schaden mit einem Schild, Einhandangriff verursacht 9% mehr Schaden, festigt eure Lebensenergie um 14 Punkte, Zweihandangriffe verursachen 9% mehr Schaden. Rüstung des Karak, Set Bonus 1, blockt 9% mehr Schaden mit einem Schild. Set des Karaks, Karakhelm, blockt 11% mehr Schaden mit einem Schild, ein Handangriff verursacht 9% mehr Schaden, festigt eure Lebensenergie um 14 Punkte, zwei Angriffe verursacht 9% mehr Schaden. Set des Karaks, Karakhelm. Achso. Set Bonus 2 erhöht Lebensenergie um 20 Punkte. Ah, okay. Haben wir noch Set Bonus? Segen des Wissenden, Rang 2, erhöht permanent eure primären Kampfesfertigkeit um 2. So, schaffe ich die jetzt mit den Schuhen? Dämonenherz. So, Stab des Eiswalds. Dämonenherz. Mächtiger Seelenstein. So, Ektoplasma. Und Asche. Das speichere ich nochmal. Kriege ich das hier auf?
Okay, ganz weit unten. Rechts unten. Dann vielleicht hier? Nein. Ja. Jetzt haben wir's. Des tapferen Jägers und ein Rubin. Okay. So, Seite 6. Schade, dass ich hier nicht runter gucken kann und mir die Schuhe so nochmal ansehen. Nochmal kurz speichern. Da sind Geister. Das hier? Aber hier würde es doch gut gehen, um die Folge zu beenden, oder? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir hier dann weitermachen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!